Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Alice's Madness Returns. Im letzten Part sind wir hier bei so einer Krabschi-Hand stehen geblieben und ja, die werden wir dann jetzt mal suchen. Und uns mit ihr, vergnügen würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Und wie komme ich hier weiter? Ach, hier unten. Okay. Krabschi-Hand. Hallo. Na komm. Oh, ey. Danke. So gütig. Das ist echt super, wenn die Umgebung mitspielt. Na komm schon. Zeig mir dein Face. Dankeschön. Gib mir all deine Zähne. Cool, wir brauchen nur noch 600 Zähne, dann können wir uns das letzte Upgrade holen. Dann brauche ich nie wieder Zähne zu sammeln. Es sei denn, es kommt noch eine Waffe dazu, was ich irgendwie nicht glaube. Weil hier bei den Waffen gibt es ja keine weiteren Karten mehr. Das Steckenpferd kann sehr schwer verändern. Ja, okay. Einfach nochmal alles schön durchgelesen. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie es hier weitergeht, ohne dass ich irgendwie mich selbst zerstöre. Und wir haben mal volle Energie, das ist ja sehr reizend. So, geht das hier weiter? Ja, scheinbar. So, mal gucken, was hier so abgeht. Nichts. Das ist ja schon mal sehr gut. Und was geht hier so ab? Moment. Ich habe einen Plan. Haha! Bin ich geil oder bin ich geil? Moment. Ja. Das bleibt jetzt. Bleibst du wirklich oben? Nicht, dass ich gleich Moos bin. So. Weiter, aber hier ging es auch noch geradeaus weiter. Schön, danke. Ich glaube, ich hätte dashen sollen. Warte, da geht's darum. So, hoch. Hallo! Ich will doch nur. Gibt's da wirklich nur den einen Zahn? Oder ist da noch irgendwas anderes Interessantes? Ich glaube bald nicht. So. Mal gucken, was hier so abgeht. Hier kommt jetzt gleich wieder Jump'n'Run Power, so wie es aussieht. Sind noch irgendwelche Hinweise? Ja, die Puppe kommt bald wieder. Da ist ein Zug, da ist wieder Puppe mit Hand und Gedöns. Ich bin irgendwie im Überlegen, ob ich die Blume nicht mal hier lassen soll. Da kommen sowieso höchstens nur 3 Zähne raus. Da ist noch irgendwas. Ach, jetzt sind wieder diese lustigen Fahrstuhlteile, wo Nami mir gesagt hat, dass ich da am besten so ein Häschen da drauf stellen soll. Alles klar. Es geht nach unten. Haha, geschafft. Bin ich cool oder bin ich cool? Nein, bin ich nicht. Ich besitze nämlich keinerlei Skills. Ich glaube, ich sollte wirklich irgendwann anfangen, Zelda zu spielen. Dann kann ich meine Skills beweisen. So, ich habe gerade gelernt, wie man noch anders anvisieren kann. Das ist doch immer schön. Man lernt schließlich nie aus. Komm mal hoch. Komm mal hier hoch. Zu gütig. Muss ich hier irgendwo rum? Ne, das ist noch so einer von diesen Viechern.
Na komm schon. Zeig mir dein Face. Thank you. Geht die auch runter? Nein, die gehen nicht runter. Ich glaube, das hier muss ich nach oben machen. So scheint es mir zumindest. Oder, nee, warte. Ich muss beide irgendwie mal nach oben machen. Und jetzt ist die Frage, welches ich als erstes nach oben mache. Ich glaube, da geht's weiter. Irgendwie sehen beide Wege so aus, als würde das weitergehen. Daneben. Verdammt. Ich glaube, ich hätte die Kamera mal ein bisschen umstellen sollen. That's skill. Naja, wie gesagt, ich sollte irgendwann mal anfangen, Zelda zu spielen. Also zu Let's Playen. Dann werdet ihr aber staunen. Ah, okay, ich glaube, das war nicht so schlau. Hallo, du sollst... Ich liebe zwar Rätselspiele und hier so einen Scheiß, aber... Wo geht's eigentlich hier rum? Hui! Hui! Alter, das Kleid, dass sich das nicht nach oben wegklappt. So, aber hier habe ich gerade mal so einen schönen Ausblick. So für die Jungs, mal ein bisschen Fanservice. Deadass. Das ist ein Geheimnis. Okay. Da komme ich von da aus hin. Ich glaube, ich entscheide mich mal dafür, als erstes das hier runter zu machen. Egal. Das Ding ist noch drauf. Das sollte zumindest noch drauf sein. Hallo. Alter Falter. Gut, ich glaube, ich sollte die Kamera direkt schon mal drehen. So ordentlich zumindest. So, das ist wenigstens jetzt schon mal hoch genug. So, das Erinnerung. All diese Studenten, die nach Papas Aufmerksamkeit lechzen. Darf ich den Teewärmer halten, Sir? Darf ich einschenken, Sir? Speichel lecker. Ha! Bin ich geil! Huhu! Freefall Action, ey. Awesome shit. Und, okay, scheinbar geht's jetzt hier weiter. Und ich habe vergessen, auf die Uhr zu gucken. Ich bin ein Idiot. Oh, goodness. Das sieht auch mal wieder sehr zauberhaft aus. Moment, ich versuche mal gerade irgendwie die Uhrzeit zu erhaschen. Gut, ich denke mal noch circa 5 Minuten, dann müsste es wieder Zeit sein. Dann sind wir unserer Zeit fortgeschritten. Geheimnis oder so? Ich glaube, da sind gerade nur die Zähne. So. Bum, 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 bum. Aha. Da haben wir uns noch einen wunderschönen Weg gebaut. Ups. Hör auf anzuvisieren. Ich will nicht, dass du anvisierst. Anvisieren ist uncool. Zumindest momentan. Da unten die Zähne, die können mich gerade mal. Hallo, ich bin wie Moses, ich kann über Stacheln laufen. Hä, was? Moment. So. Ist hier irgendwas Interessantes? Ja, da muss ich so ein Ding drauf tun. Ist okay. So, was passiert denn hier Feines? Gut, jetzt muss ich mich wieder beeilen. Wegfindungsstörung.
Geklappt. Gut, der Schalter war dafür da, um die Stacheln da wegzumachen. Das ist gut zu wissen. So. Zähne ist okay. Sonst ist hier nichts. Garantiert habe ich wieder 1000 Nasen vergessen und verpeilt und ich werde gerade in Skype angeschrieben. Und ich werde gerade gefragt, ob ich mit aufnehmen will. Das kann ich gleich tun, aber erstmal möchte ich meine Sachen hier aufnehmen. Alles klar. Lauf, Alice. Lauf, 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 lauf. Oh, da unten sind noch Dinge, die ich kaputt machen kann. Komm schon, beeil dich, sonst wirst du gebraten. Nee, aufgespießt. Die Stacheln bleiben dann sogar weg. Alles klar. Es tut mir leid, wenn ich jetzt nicht so sonderlich... Okay, professionell würde ich das jetzt auch nicht nennen. Also nicht sonderlich gut kommentieren kann. Aber ich muss mich hier wirklich erstmal zurechtfinden. Das ist ziemlich komplex. Und das ist, ist ja schließlich ein Blind Let's Play. Und das ist das zweite, was ich wirklich mache. Also ich bin ja noch relativ am Anfang. Ich bin ja noch ein kleiner Neuling. Und da darf man ja schon mal wenigstens noch ein paar Fehler machen. Sei es im Zocken oder im Kommentieren. Also. Aber wie gesagt, wenn ihr irgendwelche lustigen Themen habt, über die ich mal reden sollte, von denen ich eventuell auch Ahnung habe, zum Beispiel von Politik habe ich nämlich zum Beispiel gar keine Ahnung. Und das interessiert mich auch echt einen Scheißdreck. Und nein, ich spreche das jetzt nicht explizit an, weil heute Wahlen sind. Nein. Aber ihr werdet das Video sowieso erst eine Weile später erblicken. Also von daher, wer von meinen jüngeren Zuschauern oder generell von meinen ganzen Zuschauern, wie steht ihr eigentlich zur Politik? Hier, zu dem ganzen Gedöns hier. Mit Wahlen und... Dass die Leute sagen so, ja, hier die Leute, die nicht wählen gehen, die sollen wenigstens dann nicht rummeckern. Ich bin ehrlich, ich gehöre wirklich zu den Leuten, die nicht wählen gehen, aber ich beschwere mich auch nicht. Mir ist es eigentlich total egal, von wem, ich sag mal, in Anführungszeichen, mein Land regiert wird. Solange es halt wieder so eine scheiß Diktatur wird. Das ist die einzigen Ansprüche, die ich habe. Geht's hier unten noch lang? Ich glaube schon, oder? Da war ich hier eben. Ja, hier war ich eben. Hier komme ich ja zurück. Hier war ja... Genau, hier war ja hier unten dieses Gedöns. Wegfindungsstörung. So, das hatte ich aber schon. Ich muss ja eigentlich irgendwie hier hin. Aber wie? Kann ich mit dem Schalter vielleicht die Stacheln da auch wegmachen? Weil das macht da so ein lustiges... Aha! Aha! Aha-Erlebnis. So. Juhu! Weg gefunden. So, jetzt geht's da wieder weiter. Alter, das sind ja voll die Krabschi-Hände, das sehe ich hier jetzt erst. Ekelhaft. So. Ich würde mal sagen, hier machen wir im nächsten Part weiter. Ich habe jetzt wenigstens schon mal den Weg gefunden, das ist echt reizend. Nun ja, okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Und sagt mir, was ihr von Politik haltet.